Willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Mario RPG. Nachdem wir Rosenrote befreit haben von dem Giftpfeil Inferno, so nenne ich es als einfach mal, und den Bösewicht in die Flucht geschlagen haben, geht es hier weiter in Mauldorf. Hä? Bowser? Eure Grimmigkeit, unsere Kameraden, desertieren scharenweise. Was sollen wir noch tun? Wo diesmal unser Gegner gar nicht Mario ist. Mit sowas haben wir doch keinerlei Erfahrung. Schluss mit dem Gejammer. Wer unser Feind ist, ist egal. Ich bin der größte, fieseste und stacheligste Schurke weit und breit. Und da kommt ein dahergeflogenes Schwert vom Himmel und wirft mich aus meiner eigenen Festung. Wenn das die Welt erfährt, wenn das Mario erfährt, mein schlechter Ruf wäre ruiniert. Als Oberbösewicht hat man auf sein Image zu achten, jawohl. Und genau deshalb ziehen wir jetzt los und hämmern dem Festungsdieb die Flausen aus dem Blech. Mir nach! Ups, hab das vergessen auszumachen. Entschuldige, es tut mir sehr leid. So, hier sind wir angekommen. Wir haben jetzt Ausrüstung gekauft. Und mehr haben wir noch nicht entdeckt. Außer das mit Bowser jetzt. Hier ist niemand. Ein wunderschöner Stern ist vom Himmel auf den Berg runtergefallen. Ich wollte ihn mir so gerne selbst anschauen. Gehen aber Mama. Aber Mama meint, es wäre dort viel zu gefährlich. Mama ist los und wollte sich den Berg anschauen. Aber sie ist schon total lange fort. Was sie dort wohl macht? So, wir haben jetzt hier die Arbeitshose geholt, die uns eine Menge. Wir haben hier das Simbeln geholt, eine Waffe für ihn. Arbeitshose auch geholt. Und für ihn haben wir auch eine Arbeitshose geholt. Die für jeden tragbar und auch ziemlich stark. So, schauen wir uns weiter um. Oh. Ein Stern ist auf den Berg gefallen und nun sind zwei Kinder unter Geröll gefangen. Sogar ein Erwachsener steckt nun drinnen fest. Ich bitte dich, Mario, hilf uns, rette die Verschütteten. Alles klar oben. Arbeitet sie noch immer wie besessen? Ja, und die Männer auch. Graben, was die Krallen ergeben. Ich habe mitgehalten, so gut ich kann, aber irgendwann war ich einfach zu erschöpft. Unsere Männer schürfen drin, was das Zeug hält. Ich versuche, der war mein Glück von hier draußen. Jeder muss alles tun, was er kann. Ah, Mist, da ist bestimmt da hinten ist bestimmt irgendwas. Kann das sein? Ne. Ja, am Kleinen, hoffentlich sind sie wohl auf. So, hier ist die Mine. Ja, es ist schrecklich, aber für dich ist es nicht gut, wenn du weiter hier verzweifelst. Und uns hilft es auch nicht. Ach, ich kann mir gar nicht ausmalen, wie es der Ärmsten gehen muss. Hier geht's einfach nicht weiter. So erreichen wir die verschütteten Kinder nie. Und schau, da oben ist immer noch der alte Mineneingang. Da durchkäme man problemlos in den Stollen. Aber nun liegt er viel zu weit oben. Da kommen wir nie im Leben hoch. Wenn nur Mario hier wäre, der würde den Eingang sicher mit einem einzigen Satz erreichen. Ja, das stimmt, wenn nur Mario hier wäre. Gütige Grabekralle. Da steht er ja, Mario, wie er leibt und lebt. Das ist ja nicht mal Glück. Mario, weißt du, was geschehen ist? Mario, hilfst du den Verschütteten? Du bist der Größte, Mario. Okay, dort oben geht's in den Stollen rein. Los, wir machen eine Räuberleiter. Spring einfach auf uns drauf.
Okay. Wir kämpfen mal gegen diese. Was? Boxhandschuh? Boah, was der für Schaden gemacht hat. Alter, das ist ja echt heftig jetzt. Aber wir brauchen echt Level. Und wir haben ein Level Up auf Level 7 hoch. Nehmen ganz klar mal mehr Stärke, weil... Wahnsinn! Nice! Neuer Level! Ich hab's mal riskiert. Und es hat wirklich mal gefunzt. Boah, 62 Leben. Aber Mello ist halt schon ziemlich schwach, finde ich, aber es ist halt schon deutliche Steigerung mit dem Leben. Also Geno braucht definitiv mehr Leben. Das kann ich auf jeden Fall schon mal unterschreiben. Eda, schon gehört, in dieser Mine soll es seltene Items geben. Wenn ich die finde, die verkaufe ich für reichlich Zaster im Dorf. Münzsegen, sag ich, komme. Hier geht's nicht weiter, obwohl hier ein Weg ist. Hm, komisch. Oh nein, war das jetzt falsch? Schaut mal, der Kerl hat Münzen, köstliche, klaugeeignete Münzen losplündert, die Taschen leer. Ach, und den Schnauzbart lassen wir einfach hier im Dreck liegen. Abflug, Amigos. Boah, ist das ein Arsch. Das finde ich jetzt echt mies. Mario, guck mal, dann schon wieder überlistet. Und unsere Münzen hat er auch stibitzt. Jagen wir den Fiesling und holen wir sie wieder zurück. Traurigerweise. You
Okay, bam. Ah, Sackgasse, aber so schnell kriegst du mich nicht, Schnauzmeister. Der Münzenklau von der Welt hat nämlich immer ein feines Bömpchen dabei. Für jeden Fall der rechte Knall. Ich krieg dich, Kroko. Wir kämpfen einfach. Einfach Erfahrung. Ja, komm, warum nicht? Ist ja echt einfach. Steinklotz hat eine gute Abwehr, auf jeden Fall. Muntermacher habe ich bekommen, sehr gut. Jagen den durch die ganze Mine durch. Boah, neue Gegner. Boah. Ah, das ist auch zu weich. Echt hart. Zehn Erfahrungen geben die. Nice. Wir benutzen mal einen Pilz. Müssen wir leider jetzt benutzen. Das sind die Typen, die uns geklaut haben. Oh. Und tschüss. Seien wir daheim. Kokos Kampagne hatten zwar nicht deine Münzen dabei, aber dafür etwas anderes. Blumenkapsel erhalten. Das ist der nächste. Nein, ich schon wieder daneben. What? Da haut ab. Mies. Blumenkapsel, eine weitere Blumenkapsel. Da ist der nächste. Und weg mit euch, ihr scheiß Diebe. Erhöht die BP um 1. Ist das eigentlich für immer? Ach so, okay.
Erhöht die BP um 5. Oh. Was für immer? Honigsirup um 10. Aber Honigsirup kann man doch kaufen. Ah, da ist er! Ist er schneller als ich? Kann das sein? Ja, ich bin schneller als er. Nimm das jetzt hier! Du Dieb! Willst du deine Sachen wieder haben, dann musst du mich erst einmal besiegen. Boah, das ist mies. Er hat meine Items geklaut. Gib die Items her. Au, das tut doch weh. Hier, dein blödes Zeug. Ich im... Okay, sehr gut. Und wir haben wieder ein neues Level. Mein Gott, das geht ja jetzt echt ratzfatz. Wir nehmen ganz klar für ihn Stärke. Da braucht es auch definitiv. Geno hat den Technik Geno Booster lernen. Also Stärke hat er wirklich sehr viel. Deswegen nehmen wir weiter Leben für ihn. Und dann müssen wir ihn halt. Da ist noch was. Minibombe erhalten. Die brauchen wir. Dann gehen wir jetzt zurück. So, hier müssen wir rein. Und hier drin haben wir ihn. Du hast was zum Sprengen, klasse. Damit schaffen wir den Schutt. In Krallen umdrehen weg. Vorsicht, ja? Los, weiter rein in den Stollen. Bitte, der Stern. Der ist ganz sicher auch dort drin. Los, keine Müdigkeit vorschützen. Bitte, ja, und hast du recht. Ich halte euch sicher nur auf. Gut, dann los, findet meinen Kleinen. Vielen Dank, Mario. Ich mache mich besser mal auf dem Weg nach Hause und sag meiner Liebsten Bescheid. Das ist noch ein Speicherpunkt. Deswegen war der so. Da ist der Speicherpunkt. Haben wir denn überhaupt eine Chance, den Boss zu besiegen? Das werden wir jetzt rausfinden. Ah, da ist auch noch was gewesen. Oh mein Gott, da ist er. So, wir haben ja wirklich schon unsere BP ordentlich aufgestockt. Wir haben jetzt 36, das sieht sehr gut aus. Ah, es füllt wieder auf. Okay, wieder her.
Ich habe irgendwie so ein Gefühl, erhöht die BP um 5. Ah, okay, sehr schön. 41 haben wir jetzt. Hä? Er hat uns einfach hier rausgeschmissen, aber warum? Er wirft nur die Bomben hier. Ah, von hinten! Ah, Pupinetto, mein Name. Ich bin der beste Bombenbauer. Pupinetto, nie gehört. Alle sagen, ich sei ein choleriker, blödes Pack. Wenn ich euch fertig bin, kennt jeder meinen Namen. Ah, wenn ich mit euch fertig bin. Gleich ist es auch für euch. Aus für euch. Jawohl. Boah, heftig. Weil das dann mache ich das gut. Voll mies, dass der immer neue Bomben holt einfach. Das! Gar nicht übel! Aber ich kann auch nicht immer größer! Abwehr erhöht! Jawohl. Bam. Ah, mir reicht's Jumbo-Kaliber! Ach du Scheiße. Wie halten die jetzt aus? Boah, heftig. Ah, jetzt brauchen wir wirklich mal so ein... Das jetzt hier. Block doch mal! Mann, die blocken nicht.
Ein Skandal ist das. Ich bin am Ende. Ich hätte euch ja gern erspart, aber das lässt mir keine Wahl. Da blufft doch, Freunde. Klappe. Wettebausch. Mein Wettebausch. Meine Superwaffe hebt mir euch ein Stärkseil auf als euch. Seid lieber froh, als ihr würdet Sterne sehen. Ne? Ach, Sterne sind unsere Spezialität. Basta, das hat sich mir nicht gefallen. Ihr habt es so gewollt. Hallo, wo steckt das Ding? Kack! Oh oh, Mario! Wenn die in die Luft geht, fliegen wir um die halbe Welt. Welch Missgeschick. Los, wir hauen ab. Reich! Die detoniert gleich! Oh nein! Was? Was zur Quappe ist jetzt denn passiert? Der Kampf ist jedenfalls gewonnen. Wir sind am Ziel einen Schritt näher. Fragt sich nur, wo die Maulwurfskinder und unsere Sterne sein mögen. Manche Antwort ist nicht lange auf sich warten. Los, Mario, schnell! Und da haben wir den dritten Stern von 7. Sehr schön. Weiter, Freunde, finden wir Pfiff und Piff und Puff, die armen Kinder. Fox, die bewegt sich nicht. Menno, doofes Ding. Hey, Onkel, hilf uns mal. Schieb mir mal den Wagen an, ja? Da hängt ein Warnschild, lesen, selbstverständlich. Loren lenken, leicht erklärt. Was? A ist Bremse, B springen, schneller fahren, Pilz sammeln und X. Gute Fahrt. Oh mein Gott. Hippie, wir freuen uns. Das wird ein Riesenspaß. Ich sehe das leider nicht so. Ach so, man fliegt da raus. Gottes Willen. Ah, das ist ein Bonusspiel. Ach so, ups. Nein! Oh mein Gott. What? Hä? Das ist gar nicht meins. Hahaha! 1,5. Aber gut, das ging ja zu gut. Oh mein Gott! Ach. Loren fahren. Thank you.
Oh mein Gott, wie er gleich beschleunigt. Was? Nein! So brutal, wie der gleich ausschert hier. Oh mein Gott. 3:01. Wie es für unseren Kleinen gerade geht, ach, wären wir doch nur schon zu Hause. Mach dir keine Sorgen, Liebes. Schließlich habe ich ja Mario um Hilfe gebeten. Da Piff und Puff sicher ihm nur wieder hier. Ja, da hast du wohl recht, seltsam. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die zwar jeden Moment bei uns aufschlagen werden. Ach du Scheiße. Ganz sicher, wirst schon sehen. Sie werden jemand gemütlich gleich vorne durch die Haustür. Sind wieder da. Gute Kind. Dass ihr das mit dem Aufschlagen so wortwörtlich nehmen würdet. Ach, meine armen Schätzchen, geht es euch denn gut? Puff, hast du dich verletzt? Uns geht's gut, Mama. Stimmt's, Puff? War das super lustig? Mama, Papa, der Kleine ist dir noch ganz benommen. Ach, mein Schatz, nun bist du wieder sicher. Piff, hab ich dir nicht schon zigmal gesagt, dass du nicht allein in die Mine gehen sollst? Ach, lass doch gut sein. Freut dich einfach, dass die zwei wieder da sind. Und bei Mario haben wir uns auch doch nicht anständig bedankt. Och, wie peinlich, Mario, wir können dir ja gar nicht genug für alles danken. Das Dach, was soll ich damit sein? Ach, zerbricht dir darüber mal nicht den Kopf. Stimmt, Schatzi? Stimmt, die kaputte Stelle habe ich ruckzuck wieder geflickt. Und falls du mal handwerkliche Hilfe in deinem holden Heim benötigen solltest, lass es mich wissen. Vielen Dank nochmal, dass du unsere Kleine wieder heil nach Hause gebracht hast. Du hast nicht nur die Kinder Piff Puff, sondern auch ein Sternstück gefunden. Doch wo steckt bloß die Prinzessin? So, wir gucken mal. Vielleicht können wir unser Haus wirklich mal renovieren. Sofort zurück. Hierher, Käfer. Willst du denn nicht in Borstos gute Stube spielen kommen? Genau, nicht abhauen. Wir wollen doch nur spielen. Komm, Käferchen. Jawohl. Auf die beiden, wir tun dir schon nichts, tun wir. Wag dich, diesen Käfer anzutatschen. Der ist ein Geschenk von Borsto. Und ob er das ist. Her mit dem Krabbler und keine fiese Maneten. Matenten. Oh jawohl, hör auf die beiden, sonst sind wir alle traurig, sind wir. Borsto hat Käfer nämlich total lieb, aber momentan hat er viel zu viel zu tun, um selber welche zu fangen. Genau, weil ja diese Prinzessin vom Himmel gesegelt ist und so. Und die muss er ja unterhalten. Jawohl, hör auf die beiden, jedenfalls sind wir gerade für Borsto auf Käferjagd, sind wir. Also ja damit, wir wollen ihn haben. Wollen wir. Oh nein, er entfleucht. Wir müssen ihn fangen. Müssen wir. Hat ich den jetzt auch fangen, den Käfer, oder? Ich hab so Hunger. Ein Knochenkeks wäre jetzt toll. Oh, wir schauen gerade so rum. Sag mal, kennst du Borsto? Das ist so eine ganz komische Type, der gar nicht weit von hier weg wohnt. In einem eigenen Turm.
Jetzt sind ja alle munter. Hast du schon gehört? Mein Gatte hat eine brandneue Geschäftsidee. Was mit einem Loch, das ich gegraben habe? Er will da wohl ein Schild davor stellen und sowas wie eine Attraktion daraus machen. Monte Maulwurf soll es heißen. Puh, Männer. Ach so, du hast nicht zufällig ein paar Items, die du loswerden willst. Falls du Items hast, die du nicht mehr brauchst, nehmen wir sie dir gerne ab. Wir sind hier kein Laden oder sowas. Also bekommst du für die Items kein Geld. Stattdessen gibt es dafür Punkte. Und wenn du 100 Punkte zusammen hast, bekommst du ein besonderes Geschenk. Auf dem Aushang dort kannst du sehen, welche Items wir anbieten. Du hast 0 Punkte gesammelt. Erstmal schauen wir. Ungeliebte Items, bring sie zu uns. Wir tauschen Pilze, Sirupe und andere Sachen gegen Punkte ein. Für jeweils 100 Punkte erhältst du ein Item. Folgendes Item bieten wir an. Erstens, Furchtbomben lassen einen Gegner vor Angst erzittern. Zweitens, Feuerbomben, ein hitziger Rundumschlag gegen alle Gegner auf einmal. Eisenbomben, eine eiskalte Überraschung für alle Gegner auf einmal. Diese Items sind ziemlich selten, man findet sie nicht überall. Interessant. Nee, so beginnt mein Lieblingslied. Hups, so geht das. Ja, mir ist langweilig, aber die bringe ich gehst, kannst du ein echtes Lied hören. Der Monte Maulwurf, Zeitrekord liegt bei 3-1. Versuch doch nochmal dein Glück. Nein, nein, keine Lust. Ich habe genug Lohn gefahren. Was ist mit den beiden jetzt hier? Ich wusste, es würde zum guten Bänder, als ich hier gesehen habe. Ich bin so froh, dass es den Kindern gut geht. Viel Glück, ja. Hoffentlich findest du deine Prinzessin bald. Okay, mehr scheint es hier wohl nicht zu geben. Aktuell. Willst du mal richtig tolle Sachen sehen? Dann geh mal zu Bossos Turm. Mal wieder mit ihr Ort ratschen. Sie sind schon Stunden weg. Hör doch gerne Feuerwerk an, dann habe ich hier was gebastelt. Das dürfte richtig gut gefallen. Und zwar eine richtig süße Feuerwerksrakete. Kein besonders großes Kaliber, aber Blitzen und Funken spritzen, das kann sie. Na, was sagst du? Willst du mein Feuerwerkkästchen kaufen? Boah, habe ich nicht. So viel Geld habe ich leider nicht dabei, aber wir werden uns das auf jeden Fall mal merken. Gut, jetzt schauen wir mal, wo es weitergehen könnte. Und zwar geht es hier Borstos Bergpass. Da geht es nächstes Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst doch gerne einen Daumen da. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.